Die war überall, egal wo ich hingelaufen bin. Das Best by Daylight, das kennt man doch. Das hat 10 Millionen Aufrufe? Das hat 10 Millionen Aufrufe? Ja, 10 Millionen Aufrufe. Ja, gut, vor 8 Jahren, ne? Aber 10 Millionen Aufrufe. Ich mache nur noch Best-ofs. Hallo? Nee, wer war das? Nee, so, jetzt erstmal gucken. Hat die Pan übrigens geschnitten. Mein Handy so anmachen und... Das war ziemlich cool. So, jetzt bin ich mal... Ja, die langen Haare, let's go. Da flüstert mir jemand ins Öhrchen. Ja, das war ich. Ja, das war ich. Kleiderständer sollten sich so nicht verhalten. Die Musik wird lauter. Warum erschreckt er sich? Ey, die Halskette war super. Ich hab die immer noch. Omi? Omi, bist du's? Ja, Omi. Ich will da nicht näher gehen. Wer ist das? Ich fühle mich ein bisschen geschändet. Seelisch geschändet fühle ich mich gerade. Noch mache ich lustige Sprüche. Ich bin ja gut drauf. Oh, Twitter brennt wieder. So, warte. Hallo? Bitte nicht. Ich bin noch ganz klein. Ich hab mein Leben noch vor mir. Das ist vorbei. Alter, die Nummer ist durch. Hör auf mit der Scheißmusik. Hör auf mit dem Flüstern. Wollen wir Freunde sein? Karl, der Karton ist mein bester Freund. Ja, Karl, der Karton. Warum ist die Musik so gruselig? Ich vermisse Karl, den Karton. Oh, gute Zeiten. Hm. Oma? Omi? Ich bin erleuchtet. Der wird sie noch wünschen, Oma nicht zu sehen. Der wird sie noch wünschen. Das muss der übergewichtige Nachbar sein aus der oberen Wohnung. Oder eine Was? Alter. I know there's somebody here. Das bin dann wohl ich. Das ist der übergewichtige Nachbar, der ist auch da. Vor allem, I know there's somebody here und dauernd eine Oma vor sich, weißt du? Meine Hose muss ich auch waschen, die sieht auch gleich so aus, wenn ich hier fertig bin. Nicht schon wieder! Die haben wir... Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Halt die Fresse! Nicht schon wieder Kartons. Lass mich Keine Ahnung. Ruhe, ich hasse euch. Hast du das nicht damals in den AI aufgenommen? Das weiß ich gar nicht mehr. Kann sogar sein, das weiß ich aber nicht. Anmelden. Ich bin einfach nur noch verwirrt, was hier los ist, ehrlich gesagt. Verwirrt. Die Alte ist wieder weg. Puh, Omi Liebe. Wo sind wir? Alter, ich bin mörderverwirrt. Was ist denn hier los? Haben die eigentlich nochmal ein Game gemacht? Erwähnt? In einer Notiz, wenn ich das... Was war das denn? Alter, lass doch mal... Alter, hör auf, den Teddy anzugucken. Erinnert mich ein bisschen an die Madison-Omi, ne? Was war das? Oh Gott... Bisschen Alter. Madison Omi. Alter. Wer ist das? Wer läuft denn da? Hm. Stop. Amazon Hauptzentrale. Was denn? Da war doch eine Tür. Geht die wieder zu automatisch? Ist das wieder so eine gemeine Falle? Natürlich geht wieder zu. I wanna be daylight in your eyes. I wanna be sunshine only brighter. Nein, das ist nicht der Ursprung von Omi-Liebe. Omi-Liebe war noch, Omi-Liebe war, glaube ich, das hier, das Bürospiel. Verdammt. Da, wo man Überstunden macht im Büro. One Late Night, ja, Mann. One Late Night, genau. Da kommt die Oma her, die mit dem roten Ballon. Die immer mit dem Klavier erscheint. Und, oh, mit dem Rauschen und so. Oh, boy. One Late Night, der Nachfolger. Voll der Downer einfach. Bis heute einfach so ein furchtbares Spiel. Oh ja, oh ja, oh ja. Mädels, zieht die Schlüpper aus, wir stehen vor dem Treppenhaus. Treppenhäuser sind immer ein Ort des Bösen, das weiß ich seit Cry of Fear. Also auf jeden Fall eins weiß ich, die Türindustrie lief damals ganz gut. Hätte ich jetzt die Möglichkeit, ein Business zu eröffnen... Ich habe mich damals nie getraut, mich vom Mikro wegzudrehen, ne? Ich habe dann immer so... Hätte ich damals eine... Was? Alter, hör auf!
Mann, ich rede doch gerade, um mich selber zu beruhigen. Für den Jumpscare habe ich nie verziehen. Hätte ich mir damals die Möglichkeit, oder hätte ich jetzt die Möglichkeit, ein Business hier zu eröffnen, ich würde dick ins Türen-Business, ins Doppeltüren-Business einsteigen. Ja, Heribert Schnakenwurst. Irgendwer pinkelt hier. In Stereo. Doppelstrahl. Ich hasse Irrenanstalten. Spiele, die in Irrenanstalten spielen, sind die schlimmsten. Und die besten. Das hier ist also Daylight, oder was? Der dicke Nachbar. Das war der dicke Nachbar wieder von oben. Der joggt wieder zum Kühlschrank. Irgendwas ist doch hier. Oh. Alter, der dicke Nachbar. Inventar voll, du hast zu viele Leuchtstäbe. Erschreckt mich jetzt noch. Alter, scheiß Mobbing-Spiel, ey. Ich habe auch noch so eine lebhafte Fantasie. Ich sehe ja immer in irgendwelchen Dingen irgendwas. Dann dachte ich, da steht einer im roten Kleid. Ah, das Bettmodell habe ich auch zu Hause. Habe ich bei IKEA damals gekauft. Ist sehr bequem. Das war der dicke Nachbar, der zugesudert hat. Tanz? Was ist das? Alter, wow, Mann. Oh. Oh, oh. Alter! Alter! Der taucht einfach hinter mir auf und greift mich an! Alter, ich kack einen Sack voll Rindenmulch! Wenn ihr das normal macht, ich schwöre, ich reiche Rente ein! Immer wenn ich dich gebraucht habe, wenn ich einsam war. Oma, du warst stets für mich da. Das Spiel heißt Daylight! Ja, also, ja, ich hab mich nur kurz, das war ein Husten. Das war Leuchtstab gefunden. Das war ein sehr schlimmer Leuchtstab. Der war sehr schwer. Au! Oh. Alles sehr schwer. Was ist das? Ich will das Spiel echt nicht weiterspielen. Das ist, ich werde vergehen bei diesem Let's Play. Und das war noch nicht mal der schlimme Teil. Applaus. Stehst du heute noch zu dem Video? Hä? Was für eine Frage. Ja, es gehört zu meiner Vergangenheit. Ist da jetzt irgendwas kritisch dran? Hast du das geschnitten oder war es ein Cutter? Also geschnitten als Tati, also Pandoria. Und ich habe dann so Effekte gemacht wie Heribert Schnakenwurst oder der Pfeil oder die volle Unterhose bei der Kamera. Halt so doofe Sachen oder verwirrt. So die doofen Sachen. Die habe ich dann nachträglich reingeballert. Aber geschnitten hat eigentlich die Pan. Ah, mein Schlafzimmer. 1:1 nachgebildet. Oh, ich hasse den dicken Nachbarn. Ich weiß gar nicht, wo ich lang gehen soll. Das ist das beste Best-of überhaupt. Ich meine natürlich, hey, ein Stuhl. Und ich düse. Ich habe Sauseschritt. Ja, Sauseschritt ist das Stichwort übrigens. Ich habe gerade auch so einen Sauseschritt. Guten Tag. Oh mein Gott. Wo ist der Sound? Ich finde, meine Moderation könnte ruhig ein paar Best-of schneiden. Ich so schrecklich klinge. Wo ist denn? Meine Moderation, Mädchen. Was? Lass mich doch bitte mal machen. Oh, ein schönes Lass mich Bild doch bitte mal machen. Haus im Wald. Und ein schönes Buch. Was so, gibt's Schöneres? So Bild an der Wand und ein Buch. Das muss der Kunstraum sein. Das sieht ja auch gemütlich aus einfach. Der dicke Nachbar. Gleich geht's los, glaube ich. Der Frauenbesuch wahrscheinlich. Ich glaube, gleich geht's los. Was? War ich nicht. Ich hab nicht sofort auf die 2 gedrückt. Und. Ich kann die Fackel nicht benutzen, wenn ich das Siegel trage. Das ist die Oma! Das ist die Oma! Ich will mich nicht umdrehen. Oma, 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 lass das! Lauf! Ja, 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 ja! Hier ist die Schere! Nimm die Schere! Wo kommen wir denn jetzt schon wieder hin? Und die Türen, die sind auch formidabel. Ich hoffe nur, die Alte lässt mich jetzt in Ruhe. Hab ich die Tach, ich bin der Fliseninspektor. Ich habe die ganze Zeit diesen Echo-Effekt angelassen, ne? Ich habe es aber komplett durchgezogen. Sieht gut aus, ja. Oh, Professor Xavier war hier, oder was? Nur, dass wir hier andere Grafiken haben. Wie habe ich mich denn jetzt erschrocken? Boah, ich hasse diese Alte. Alter, diese Morchel, diese Alte, die geht mir so auf den Sack. Oh, endlich mal ein Pissnapf. Oh, warte. Hier haben wir einen schönen... Ja, Rumbo, mein bester Freund. Oder Rumba.
Ich weiß nicht, was es ist und ich weiß auch nicht, das ist wahrscheinlich so ein Rombo-Bodenstaubsauger oder sowas. Lisa, danke schön. Vielen Dank, Lisa. There's a key. I got the key. I got the la 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 la. Wo wir das Siegel hinbringen müssen? Du alte Kacksau! Boah! Alter Finne! Ich hab mich gerade erst mal einen Meter höher geschraubt. Wieso bei den Jumpscares immer kurz die Kamera aus? Wenn du es nicht bemerkt hast, das Bild war rangezoomt. Es ist nachträglich geschnitten, weil es ein Best-of ist. Es war rangezoomt auf die Omi. Deswegen ist die Kamera nach oben rechts rausgezoomt. Deswegen hat man die da nicht gesehen. Das ist der Grund dafür. Raub mit der Kackwurst. Ja, und sowas habe ich eingeblendet. I know you're there. Halt die Alter. Von wann ist das Video? 8 Jahre alt. Schnauze, du Kacksie. Was weiß ich, ey. 8 Jahre. Alter Schwede, ich will das an einer Webcam gar nicht sehen. Wie peinlich. Ich hoffe, ich bin nicht Herzinfarkt gefährdet, sonst spiele ich das nicht. Ne. Ich hab die Fackel an. Der Tod, der große Gleichmacher. Ich hab die Fackel an. Ich hab die Fackel an. Ich hab doch die Fackel an. Die war doch, die hätte sterben müssen. Die hat mich tot gemacht. Die blöde Mistsau. Hat die Fackel an. Blöde Kuh, ich hab die Fackel an. Schmoll. Schmollmund, mach jetzt die ganze Zeit einen Schmollmund. I know you're there. Ja, ich weiß, du bist da. Ruhig auch mal einen Schmollmund. Schmeckt komisch, wenn man die ganze Zeit Schmollmund macht, dann wird die Lippe so trocken. I know you're there. Wieso krieg ich jetzt... Was? Ja, mich schon unten auf die Zeit, ob ich die Folge langsam mal beenden kann, um mir eben mal noch 2 Baldrian einzuwerfen. Oh, Freunde, ey. Ich werd nicht alt, wenn ich das hier spiele. Ich zoome mal ein bisschen heran, ne? Ist eine gute Idee. Alter! Das gibt's doch nicht! Da guck ich auf die Karte, die taucht genau von... Natürlich ist jemand da! Du blöder Kackvogel, guck geradeaus! Hast du die Knitterfalte nicht gesehen? Kann die mal bitte aufhören? Rombo, mein bester Freund. Überall auf einmal. Hab ich schon erwähnt, dass die Oma mir auf den Sack geht ein bisschen? Ich hatte so ein Pech. Die ist auch permanent hinter mir. Ich kann rennen, wie ich will. Die ist einfach permanent hinter mir. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch völlig übertrieben. Die war überall. Egal, wo ich hingelaufen bin. Das ist doch echt nicht wahr. Ach, das war bei anderen auch so. Alter. Oh, wie anstrengend. Geh weg. Geh weg. Ich hab den Zündesignalfackel, schützen dich. Ich hab doch keine Signalfackel. Geh weg. Ich glaube, ich hab alle Fackeln verbraucht, ne? Und wusste nicht, was ich machen soll. Genau, die ist da. Die ist genau neben mir. Alter, ich brauche dringend Valium. Links. Ich will nicht mehr. Ich bin übrigens froh. Haben es geschafft ohne Fackel. Ich hab Paras. Ich bin noch geschädigt von der letzten Folge. Ich kann mich mit nichts mehr identifizieren hier, ehrlich. Ich habe überlegt, ob ich überhaupt noch eine Folge aufnehme jetzt. Ich weiß gar nicht, warum ich das denn doch gemacht habe. Jetzt sei doch nicht so, warum bist du jetzt mit einem Farmspiel beruhigt. Ich glaube, die war gerade neben mir und ich habe es nicht gesehen. Kann das sein? Ja. Die hängt da. Ich dachte gerade, das wäre ein Tuch. Alter. Aber die an...
Deine Haare waren damals heller. Ich bin da komplett anders ausgeleuchtet. Das ist immer das große Geheimnis. Und ich bin hier heute, ich bin relativ dunkel heute. Dunkel heute, nicht dunkelhäutig. Ja, ich bin relativ dunkelhäutig. Beweis Nummer eins. Nein, ich bin relativ dunkel heute. Da war ich viel besser. Die Kamera habe ich halt hinterher mit Filter bearbeitet bei Premiere. Die Kamera kann ich hier nicht, weil das ist Livestream. Boah, ey. Das Geräusch habe ich nicht mit meinem Mund gemacht. Hier ist hinter mir, der tut mir nichts, ne? Ach stimmt, da war sie ganz hinter uns. Einfach nicht umdrehen. Die patscht ja auch mit den Füßen, das ist voll ekelhaft. Und ich weiß, ich gehe ganz cool weiter, wenn die Oma kommt, aber mir geht die Düse, das glaubst du gar nicht. Links, rechts. So, ja, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Alter Finne. Ich finde die Musik so geil im Hintergrund. So, tut mir leid, dass wir das schon kennen, aber... Ich hätte es wissen müssen. Oh, Mütze. Schnauze. Die gute Mütze. Ist trotzdem, ich krieg trotzdem Gänsehaut. Pitsche, patsche, pitsche, patsche, pitsche, patsche. Ja, klar. Ich trage übrigens eine Mütze, weil ich zu faul war, meine Haare zu machen. Hat sich bis heute nicht geändert. Machen, weißt du, gerade im Schönheitsvergleich mit den Omis steht man sonst sehr schnell alt da. Ich glaube, wenn wir schwimmen, dann schnappt uns eine Alte aus dem Meer. Und das ist nicht Ariel. Das war ich nach der letzten Aufnahme. Ich will nicht in den Wald. Es war so schön mit dem Vorlesen hier hinter uns. Da brennt es noch ein bisschen, jetzt schön warm. Lass uns auf den Tagesanbruch warten. Warum legt sie sich nicht da oben aufs Dach zum Feuer, wo es warm ist, und auf den Tagesanbruch warten? Warum? Ja, der furchtbare Wald. Der furchtbare Wald. Boah, ja. Slenderman. Slenderman. Slender, Popenda. Ich gehe in den Wald. Mir ist gar nicht so kalt. Da kommt ein Mann, der ist alt. Mit einer schlanken Gestalt. Er fasst mich an. Oh, da darf ich sonst gar nicht ran. Ich bin eine wunderschöne Frau und ich gehe nachts im Wald spazieren. Ja, was kann mir da schon großartig passieren? Ich trage einen Minirock. Heute habe ich darauf Bock. Hier im Wald passiert mir nichts. Was? Was? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es selber. Hinter mir. Was ist denn da los hinter mir? Hör auf zu schreien. Frühtau zu Berge, wir ziehen, Fallerer. Kommen nach Hause auf den Knien, Fallerer. Wir können kaum noch laufen, denn gestern waren wir saufen. Das ja auch schon einmal. Okay. Nee, vom Frühstücksradio. Ich frage mich, was dahinter kommt. Und die ist halt die ganze Zeit hinter uns. Alter, machen die da eine Demo oder was? Meine Armhaare machen gerade eine Demo. Gleich kommst du aus dem Hasen doch. Und wir haben immer diese Alice-Alliteration. Alliteration, Quatsch, diese... Die ist nur am Schreien, die Alte. Ich mach da gleich mal mit. Machen die da Tupper-Party oder was? Und ich hänge die Hexen hinten rum und rasieren sich gegenseitig die Beinhaare und schreien dann immer, wenn sie ihre ledrigen Adern treffen. Was? Oh. Das sind doch die Damen. Oh, da sind die Damen weg. Das war schön. Gruselig. Ich meine, ey, cool. Komm schon! Nein, nein, bleib weg. Ich hab gelogen. Ja, 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 das Siegel! Ich hab das Gefühl, ich sterbe hier unten, kann das sein? Und das ich kann da nicht draufklettern. Oh, ja, ich glaube, ich sterbe hier unten. Der Tod, der große Gleichmacher. Ich kann schwimmen. It's me a Rätsel. Ey, das ist gemein. Ein Sarg. Da hinten ist ein Haus, ne? Da ist ein Strand. Wieso flimmert das eigentlich? Oh, so, vielleicht müssen wir in diese Suppe. Das ist ja voll das Rätsel. Hier sind wir aber relativ sicher, glaube ich, auch wenn hier Wald ist.
Huch, Pan, danke für den Raid. Ich hab mich gerade voll vor der Decke hier unterschrocken. Dankeschön, dankeschön, hallo, hallo. Wir gucken gerade. Die Alte ist so behäbig, die kann nicht mal einen Pixel hochklettern. Das ist ja so dunkel, einfach wie im Ratten. Ich sehe ja nichts. Wir haben keine Karte. Dunkel wie im Ratten? Hab ich auch heute noch, ne? Huch. Auf einmal so still geworden. Und eine Fliege krabbelt an meinem Arm und kitzelt mich. Hallo. Was total geil ist, wenn man gerade ein Horrorspiel spielt. Dr. Mercy. Nein, lasst mich in Ruhe, lasst mich in Frieden, lasst mich! Wo muss ich hin? Ich sehe nichts. Chinesien nicht so. Unreal Engine 4 funktioniert nicht mehr. Toll. Wo ist der Ausgang? Da, komm, komm, komm! Das Licht! Oh my God. It's me. Boah, geiler Beat am Ende. Fühl ich. Extra für den Gag, das war die Shorts, die ich eigentlich bereitgelegt hatte, um die mitten im Spiel auszuziehen, aber also natürlich, so weißt du schon, ne? Eigentlich wollte ich auch Nutella reinstreichen, da dachte ich, das geht zu weit. Nein, wollte ich nicht. Wollte ich wirklich nicht. Doch, nein, hör auf, das zu glauben. Hey, ich sehe das. Ja. Ende! Ja, das war das Best of Daylight. Das ist auch schon 8 Jahre her. 10 Millionen Aufrufe, wo kommen die denn her?